Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 6.12.2020. Nikolaus. Ich wünsche euch als allererstes alles Gute zum Nikolaus. Und ich hoffe, ihr habt schön gefeiert mit eurer Familie. Und habt euch an die Vorschriften gehalten. Nicht mehr als zwei Familien, nicht mehr als sechs Leute. Und so weiter. Aber Hauptsache, ihr habt gefeiert. Das sind Vorschriften auch mal nicht so wichtig. Ich habe heute nicht gefeiert. Es geht mir heute wieder besser. Ich habe mir noch einige Gedanken gemacht zu dem Video, das ich gestern gemacht habe. Und bin auch heute Morgen von Corinna aufgeweckt worden, weil sie mir um 8 Uhr geschrieben hat. Oder 8:30 Uhr. Und ich werde nichts davon zurücknehmen. Sie kann mich nicht mal wegen schlechter Nachrede anzeigen, weil ich ihren Nachnamen nie offiziell gesagt habe. Als weiß keiner, wer Corinna ist. Außer Sonja. Es gibt so viele Corinnas auf dieser Welt. Aber sie dürfte mein Video gesehen haben und dürfte endlich verstanden haben, was ich damit gemeint habe, was ich gestern erklärt habe. Das mit den Stunden und dass sie die Stunden, die sie dieses Monat gearbeitet hat, ich schon ausbezahlt bekommen wird für letztes Monat. Und dass ich deswegen keine Unterschriften mehr gebe. Aber naja, es muss weitergehen. Es kann sich nicht immer alles um Corona drehen. Das hat sich sogar gereimt. Mir geht's wie gesagt besser. Ich bin ein bisschen nervös vor morgen, weil ich morgen um 16 Uhr Christoph anrufen soll. Und das macht mich immer etwas nervös, weil ich ja so Telefonierängste habe. Und ich werde auf jeden Fall anrufen. Und habe mir das auch zweimal oder dreimal ins Handy eingespeichert. Verschiedenen Wegzeiten. Und ja. Sonst gibt es halt nicht viel. Es ist Sonntag. Es war keine Assistentin da. Es gibt nicht viel Neues. Also bei einem Sonjas Adventskalender ein Beauty Sponge drin, ein Beauty Blender und im Pure Layer Adventskalender ein Armband mit Sonne und Mond Anhängern und Glitzersteinchen. Eigentlich wollte ich eine kurze Zusammenfassung von Sonjas Adventskalender machen, was ich bis jetzt bekommen habe. Aber es ging sich heute leider nicht aus, weil ich nie alleine war und ich die Sachen drüben habe. Im Büro. Ich bin schon ziemlich müde, weil ich gestern ziemlich spät schlafen gegangen bin. Muss heute auf jeden Fall früh ins Bett. Ich liege auch schon im Bett. Es ist 19:12 Uhr, 13. Ja, wie gesagt, es gibt nicht viel Neues. Morgen ist Montag, morgen kommt die Volkshilfe wieder. Ist eh notwendig, weil die Haare gehören gewaschen. Gewaschen und, ja. Hat nicht so gut funktioniert,
an dem Tag, am Samstag. Aber ja, ich beschwere mich gar nicht mehr, es zahlt sich hier nicht aus. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Auch Ines. Bis zum nächsten Mal.